Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Wir sind heute bei Business Meets Diplomacy und bei mir ist der Botschafter von Namibia, die Exzellenz Andreas Giebeb. Schön, dass Sie da sind. Herr Botschafter, wie sind denn die Beziehungen wirtschaftlich gesehen zu Deutschland? Es gibt viel, noch viel zu tun, zu verbessern. Aber ich glaube, wir haben sehr gute Schritte seit 1990. Namibia wurde Unabhängigkeit gleicher Zeit, dass es die Wende hier in Deutschland gab und Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland gab. Also wir haben also 27 Jahren zusammen Entwicklung und ich glaube, wir haben sehr viel erreicht in dieser Zeit. Das kann nur besser werden. Gibt es denn viele deutsche Unternehmen, die in Namibia auch tätig sind? Wir sind vielleicht das einzigste Land in Afrika, wo deutschstämmige Namibia, also die sind Namibia, die Deutsch als ihre eigene Muttersprache erkennen. Und es gibt mehr als 100.000. Also das ist das einzigste vielleicht afrikanische Land, wo es so viele deutschstämmige Namibia, wir nennen die 13. Stamm. Wir haben Stämme, 11 Stämme und deutschsprachige Namibia sind die 13. Stamm. Also deshalb gibt es natürlich sehr viele. Die sind nicht Einwanderer, die sind nicht Leute, die dorthin kommen für Investitionen, was weiß ich auch, aber die sind Einheimische Namibia. Und wir haben ja in Namibia die älteste deutschsprachige Tageszeitung, die Allgemeine Zeitung, die fast 100 Jahre ununterbrochen publiziert wird. Also kein anderes Land, es gibt es eine deutschsprachige Tageszeitung. Deshalb sind deutsche Firmen also heimisch in Namibia, die sind nicht ausländische Investoren. Und wir wünschen nur, dass viel mehr diese Vorteile nutzen werden, um sich dort zu festigen. Man kann Abitur, Kinder, Jugendlichen, die mitreisen und die haben die Möglichkeit, ihre Abitur in Namibia zu absolvieren. Es gibt drei deutschsprachige Gymnasien in Namibia. Ja, selbstverständlich auch Grundschulen. Aber deshalb ist es eine investorenfreundliche Umgebung, also wo man zu Hause wohnt, wo deutsche Firmen zu Hause sind. Was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen an deutsche Firmen vielleicht? Namibia ist vielleicht ein guter erster Schritt für deutsche Firmen, die sich interessieren, um in Afrika zu investieren. Wir reden ja sehr viel über Afrika diese Zeit. Die deutsche Regierung hat Marshallplan mit Afrika als ihr Thema für ihre G20-Präsidentschaft gewählt. Aber vielleicht, wenn man Sorgen über Konditionen in Afrika hat, vielleicht Namibia ist der erste Schritt, wo man hingehen kann, wo man schon zu Hause fühlt. Deutsch wird dort gesprochen. Das ist eine sichere Reisedestination. Es gibt schon fast 100.000 deutsche Touristen, die jährlich nach Namibia gehen. Condor fliegt, Namibia Air Namibia fliegt, Ethiopian Airways fliegt aus Frankfurt und Lufthansa wird im Kurzen, also ihre Flüge aus Bonn, Cologne anfangen. Und deshalb ist es vielleicht ein guter erster Schritt, also am Fuß, um sich also in afrikanischen Boden das zu versuchen. Also wenn es dort geht, dann muss es selbstverständlich auch gut gehen überall. Dankeschön für die Einblicke, Herr Botschafter. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie doch auch auf unsere Webseite inside-wirtschaft.de. Dankeschön. Danke, ja, alles Gute. Danke. You are next.